Willkommen von IFA 2017. Wir sind hier bei JBL und Hamann und haben einen ganz großen neuen Lautsprecher hinten stehen. Ihr seht schon, das ist die Boombox. Man merkt ja erst, wie groß sie ist, wenn man die Extreme daneben stehen hat, die weniger als halb so groß ist. Und natürlich die Charge 3 natürlich schon relativ winzig ausschaut, obwohl es auch ein großer Lautsprecher war. Die Flip 4 steht jetzt hier nicht, obwohl die Flip 4 und der Charge 3 beide schon so wasserfest waren, dass sie schwimmen können. Zeige ich euch jetzt in dem Video hier, dass die Boombox das doch perfektioniert hat, weil bei dem war es immer so, die schwimmen so im Wasser, dass nach vorne hin der Sound nicht mehr so richtig raus kann. Das seht ihr hier nochmal, ich fuß im Wasser und dann seht ihr, man sieht nur noch oben die Bedienung, aber eigentlich der Sound würde nach vorne rauskommen und das dann hier so nicht mehr so ideal zum Musik hören. Bei der Extreme war es so, ja, ihr hattet schon einen geilen Bass und klang alles super, aber die schwimmen nicht auf dem Wasser, die war nur spritzwasserfest. Bisschen schade, aber jetzt haben wir 24 Stunden Laufzeit, eine wasserfeste, schwimmende Lösung hier von JBL. Die habt ihr in einem Unboxing-Video schon gesehen und jetzt zeige ich euch nochmal, dass ihr wirklich auf dem Wasser schwimmt und dann auch noch gut klingt. Ich spiele mal ein bisschen extremere Musik ab, damit ihr den Bass auch ein bisschen seht, wie er schön auf die Seite hin raus spritzt. Und dann zeige ich euch nochmal außen, wenn wir einfach nur Wasser oben auf die Membrane kippen, wie das ausschaut. Also ich spiele jetzt auf 50% Musik ab. Wir legen ihn ins Wasser. Ihr müsst darauf achten, dass das Logo nach oben ist, sonst hört ihr nichts. Und hier seht ihr auch schon, was er so kann. Nehmen wir die Musik ein bisschen auf. Und wenn ihr jetzt falsch rum das Ganze drehen würdet, dann spielt er alles nach unten ab und jetzt dröhnt hier der Boden. Ich spüre richtig, wie hier der Pool hier fast schon wackelt. Aber wir können auch wieder ihn zurückdrehen und nach ein paar Minuten klingt er dann wieder ganz normal, weil er spritzt natürlich die Musik hier oder durch die laute Musik das Wasser wieder raus. So, wenn ich ihn jetzt wieder raushole, dann kommt jetzt mal ganz schön viel Wasser raus. Aber ich kann das natürlich auch wunderbar an meinen Freunden demonstrieren, wenn ich keinen Pool habe, dass er wasserfest ist. Und zwar indem wir einfach oben ein bisschen Wasser drauf kippen. Dazu spielt man ein bisschen andere Musik ab. Das war es auch schon mit dem ganz kurzen Wassertest von der neuen JBL Boombox hier auf der IFA 2017. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 449 Euro ab Oktober erhältlich, nur in schwarz. Schaut euch mein Unboxing- und Testvideo an, wo ich auch am Ende das Ganze nochmal genauso demonstriere mit einem kleinen Schwimmtest. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr zugeschaut habt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.